Hallo zusammen. In dem Tutorial soll es uns um die Fassade des 111th Avenue Projektes von Jean Nouvel gehen. Recherchieren Sie unbedingt zu diesem Projekt auch Bilder aus der Bauphase, um sich die Modularisierung der Fassade im Montageprozess anzuschauen. Das ist sehr, sehr aufschlussreich. Es gibt da einige Bilder, die zeigen, wie diese großflächig zusammengefügten Fassadenmodule an die Fassade gehoben werden. Denn der eigentliche Clou dieser Fassade, ich rufe jetzt mal hier die Ergebnisse auf, ist ja, dass die Glasscheiben in diesen individualisierten kleinen, nennen wir es mal Fenstern, unterschiedlich geneigt sind. Nicht nur das, diese Fensterrahmen sind in den Eckpunkten verzerrt. Man muss sich also, hier kann man das gut, ganz gut erkennen. Dort muss man sich vorstellen, dass so ein Fensterrahmen an dieser Ecke nach vorne gezerrt wird. Und zudem sind sie noch versetzt, dadurch, dass sie natürlich alle unterschiedlich diese Verzerrung haben, ergibt sich hier in diesen Knotenpunkten natürlich auch ein Versatz, wie wir das hier in den Bildern ganz gut schon erkennen können. Also alles in allem ist das eine Fassade, die ja sicherlich auch den Fassadenbauern einiges Kopfzerbrechen gemacht hat. Ich habe jetzt hier probiert, das mit Cinema 4D nachzuerstellen und ich kann sagen, es funktioniert. Man muss natürlich einige Einschränkungen in Kauf nehmen. Das ist, glaube ich, bei dieser Komplexität dessen, was dort an Geometrieveränderungen pro Modul verlangt ist, kein Wunder, dass man dort Einschränkungen in Kauf nehmen muss, die sind aber, denke ich, verschmerzbar. Was ich jetzt hier gemacht habe, in den Darstellungen, die man sieht, ist, ich habe die Modularität der Fassade in diesem Test stark vereinfacht. Sie werden also bei den Bildrecherchen zu dem Projekt nicht feststellen, dass hier 6 gleiche Fassadenelemente so nebeneinander sind oder hier sind es ja noch mehr. Ich habe also tatsächlich nur einige individuelle Fenster erstellt und da komme ich auch schon zu der Erläuterung dieser Einschränkungen. Das, was nämlich nicht funktionieren wird, ist, dass man diese Module mischt. Das ist einfach aufgrund der Geometrie der Fassade nicht möglich. Die ist festgelegt, diese Aufteilung, wo sitzt hier welches Fensterformat ist von den Architekten festgelegt und das ist auch nicht so einfach variierbar. Das ist natürlich aufgrund des Grundrasters, das was der Fassade als System zugrunde liegt, möglich, aber es ist jetzt als Setting das herzustellen, zu sagen, ich drücke hier auf einen Knopf und dann mischt sich diese Fassade mal neu, das ist schlicht in Cinema mit den von uns jetzt hier untersuchten Tools des Kloners nicht möglich. Wenn man aber überlegt, dass was man bekommt, nämlich eine Individualisierung dieses Versatzes hier in der Fassade, eine Individualisierung dieser Winkelstellung der Glasflächen, die ja stark spiegeln und dadurch diesen Facetteneffekt, also diese unterschiedliche Reflexion von der Umgebung ermöglichen. Hier sieht man das auch nochmal sehr, sehr schön, wie dieses Gebäude durch diese unterschiedlichen Winkel der Glasscheiben aufgebrochen wird, facettiert wird und sich dadurch ein wahnsinnig interessantes Reflexionsbild in der Fassade ergibt. Schauen wir uns das mal in Cinema 4D an, was ich dort getestet habe. Schauen wir uns also zunächst den Aufbau der Datei an.
Das ganze Paket kommt aus der Rendervorlagedatei, in die ich jetzt hier mal die Geometrie aus meinem Testdokument hineinkopiert habe. Es heißt also auch noch Außensetting Demo. Das ist die Datei, die auf dem Server liegt. Da kopieren wir uns immer unsere erstellte Geometrie hinein oder arbeiten gleich in dieser Datei. Das ist, kann man so oder so machen. Das darin mitgelieferte Raummodul, das als Anschauungsobjekt dient, schalte ich immer aus, schmeiße es erstmal nicht weg. Da kann man dann mal gucken, ob man das vielleicht in irgendeiner Form benutzen kann, beziehungsweise Texturen sich davon schon in der entsprechenden Projektionsart und Kachelung runternehmen kann. Dann sehen wir, wir haben hier ein Decke-Wand-Kloner. Der ist ein bisschen größer als mein Fassadenstückchen. Hängt einfach damit zusammen, ich habe in den Test, den ich gemacht habe, hier nur einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt gewählt. Wir werden nachher, wenn wir das Step-by-Step realisieren, werden wir den Ausschnitt etwas größer machen, sodass die Fläche hier komplett ausgefüllt ist. Ich blende den mal aus. Dann haben wir Objekte, die sind ausgeschaltet. Wir haben hier so einen Kloner, einmal ein Meter, ein zugehöriger Shader, darauf wird einzugehen sein. Warum habe ich das gemacht? Wozu ist der gut? Der soll uns also bei der Analyse, wie wir überhaupt das Projekt uns realisieren können, dienen. Den blende ich dann mal ein. Dann ein Shader, der heißt Versatz. Da zoome ich mal ein. Stell mal auf Shading mit Linien und Sie sehen, wenn ich den ausmache, dann wird der Versatz der Module zurückgefahren. Ich kann natürlich diesen Versatz auch größer machen. Ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen. So, dann ist der natürlich entsprechend dominanter. Was haben wir als nächstes? Es gibt hier ein Dokument Originale aus. Darauf wird einzugehen sein, wozu ist es gut. Und letztendlich haben wir hier die Glasscheiben und die sind aufgebaut in Form eines Kloners und eines Displays-Deformers. Dieser Displays-Deformer, was macht der? Den können wir einfach mal ausschalten und gucken, kann der was? Und vielleicht schalte ich dann auch mal die Rahmen unsichtbar, um zu schauen, was macht der. Und schalte auch mal den Versatz aus. Dann sehen wir nämlich, der Displays-Deformer realisiert uns tatsächlich diese Knicke. Er versetzt die Eckpunkte der Glasscheiben. Das ist hier in meinem Fall die Z-Richtung oder minus Z. Versetzt er um einen Wert. Das möchte ich Ihnen mal deutlicher illustrieren, denn es ist ein zentraler Gedanke, wie man diese Fassade umgesetzt bekommt. Deswegen widme ich dem jetzt schon mal an der Stelle einen höheren Erkläranteil. Ich schiebe dazu mal diese Stärke für den Displays-Deformer auf 100%. Und wir können wahrnehmen, dass offensichtlich diese Punkte der Polygonobjekte, die in dem Kloner zu finden sind, dass diese Punkte in Z-Richtung, wie schon gesagt, versetzt werden. Wenn wir uns jetzt mal diesen Displacer anschauen, der hat ja im Wesentlichen diese beiden Reiter, die für uns relevant sind, Objekt und Shading. Auch hier ist wie bei 80% aller anderen Projekte, die ich Ihnen mit diesen 10 Tutorials aufgezeigt habe, der Shader-Effektor, das Mittel der Wahl. Mit dem Zufallseffektor arbeiten wir kaum. Der Shader-Effektor lässt uns einfach das individueller steuern. Und wenn ich jetzt hier einfach mal den Zufallswert, der ja hier über den Startwert drin steckt, ändere, dann sehen Sie, dass jetzt andere Versatzwerte auf diese Eckpunkte der Polygonobjekte angewendet werden.
Man muss natürlich eine Einschränkung auch hier aufzeigen. Die Geometrie, die jetzt entsteht, ist in sich geknickt. Das bedeutet, dass diese Glasscheiben alle einen diagonalen Knick haben. Den kann man nicht sehen, aber er ist natürlich da. Ich illustriere Ihnen das mal in einer kleinen Datei, die ich vorbereitet habe. Der Displacer greift sich Eckpunkte, ich habe jetzt hier mal die zwei gegenüberliegenden, aktiviert und zerrt die um einen gewissen Wert in eine Richtung. Und wenn ich mich jetzt mal so hindrehe, dann können wir diesen Knick darin sehr gut sehen. Das heißt, hier über die Diagonale verläuft eigentlich eine Knicklinie innerhalb dieses Polygons. Und das bedeutet, in der Fassade würde natürlich die Spiegelung von hier nach hier und von der Diagonale nach hier unterschiedlich sein. Man nimmt es aber nicht wahr in den Bildern. Ja, wenn wir uns die Bilder nochmal anschauen, wir können das kaum oder gar nicht wahrnehmen. Da müssen wir schon eine sehr spezielle Perspektive haben, wo wir das im Ansatz vielleicht erahnen können. Es sei aber der Vollständigkeit halber gesagt, dass das natürlich dahinter liegt, wenn wir diese Funktion anwenden. Ja, das ist einfach die Logik. Ich denke aber, dass wir mit dieser Einschränkung definitiv leben können. Der Effekt, den wir dadurch bekommen, ist, dass wir unwahrscheinlich schnell diese Individualisierung der Fassade hinbekommen. Das kombiniert mit diesem Versatz ist schon eine sehr komplexe Geometrie, die da entstanden ist, die wir jetzt als unser Glas verwenden können. Ich blende mal die anderen Objekte wieder ein und das Glas dafür aus. So, die Rahmen. Und hier werfen wir auch mal einen Blick nach innen, was dem zugrunde liegt. Und da sehen wir, es sind offensichtlich wieder dieselben Polygonobjekte, die da verwendet wurden. Ich kann ja hier nochmal reinschauen. Ja, dieselben Objekte. Ein Displacer, der hat jetzt einen anderen Startwert erhalten. Sie sehen, wenn ich hier den Startwert ändere, ändert sich die Verzerrung dieser Rahmen. Und dadurch, dass der Startwert des Glas-Displacers ein anderer ist als des Rahmen-Displacers, sind die Rahmen und das Glas unterschiedlich geneigt. Das schauen wir uns mal an. Hier nochmal im Detail. Suchen wir mal eine. Hier kann man es gut erkennen. Ja? Die Glasscheibe hat diesen Winkel und der Rahmen diesen Winkel. Hier oben auch die Glasscheibe, der Rahmen. Das bedeutet also, dass wir mit diesen Basiselementen sowohl das Glas als auch in Ableitung davon die Rahmen herstellen können. Und wie das genau geht, schauen wir uns jetzt in einer eigenen Datei an. Ich habe also ein neues Dokument geöffnet und beginne mal mit der Anlage der Decke plus Wand, so dass wir uns im Hintergrund erstmal diese so eine Art Basisobjekt schaffen, einen Kloner, der also dieses Decke-Wand-System, was wir hier immer als Background für die Fassade schaffen, aufbauen. Legen wir los mit einer Decke. Die machen wir 30 cm stark, 20 Meter breit und 6 Meter tief. Schieben Sie 3 Meter Z-Richtung, sodass der Nullpunkt
nach wie vor hier vorne liegt. Dann können wir diese Decke polygonalisieren, mit dem in Grundobjekte konvertieren Befehl und wählen jetzt als nächstes die Kanten aus. Rechte Maustaste, extrudieren, geben die Höhe an. Wir wollen ein Systemmaß von 3 Metern haben, so dass wir hier 30 cm Deckenstärke, 2,70 Meter Wand ergibt diese 3 Meter, also die 2,7 eintragen. Das Phänomen, was jetzt auftritt, ist, dass bei diesem Wert von 2,7 offensichtlich die Achse in die verkehrte Richtung zeigt, deswegen nach unten extrudiert wird. Ich mache mal STRG Z und gebe mal hier ein minus 2,7, Enter, jetzt passt das. Dann können wir uns das Element, so wie es da ist, um die halbe Deckenstärke nach unten verschieben. Das bedeutet, das Objekt, was hier 0 liegt, wird jetzt, ja, ich bin jetzt im Modellmodus, minus 0,15 nach unten geschoben. Damit liegt die Oberkante der Decke auf Koordinaten 0. Jetzt erzeugen wir uns einen Kloner, beschriften das als Decke plus Wand und legen das uns in den Kloner, sagen dem Objekt 3 Meter. Und was macht der Kloner? Der zieht den Objekt Nullpunkt auf seinen eigenen Nullpunkt. Das ist das Phänomen, was den Kloner kennzeichnet. Da können wir jetzt auf zwei Wege dagegen halten. Und der eine wäre zu sagen, dass wir die Achse des Objektes auf 0 setzen. Das heißt, die Z-Achse schieben wir hier auf 0, indem ich sage, bearbeiten möchte ich die Achse. Die ist 3, die wird 0, fertig. Ich mache den Kloner mal an und wir sehen, jetzt klappt das, wie es klappen soll. Als nächstes möchte ich mir noch ein System an Innenwänden anlegen. Dazu werde ich in den Polygonmodus wechseln und mit der Live-Selektion dieses Polygon aktivieren, rechte Maustaste, abtrennen. Dieser Befehl erzeugt von der Polygonselektion, in dem Fall ist es nur das eine, ein eigenes Objekt, das jetzt im Objektmanager direkt darunter liegt. In dem Ausgangsobjekt ist das Polygon noch vorhanden. Ich muss also jetzt dieses Polygon vom neu entstandenen Objekt aktivieren. Und werde hier sagen, das liegt auf minus 5. Dann möchte ich davon ja mehrere Objekte noch haben. Ich nenne das zunächst mal Innenwand. Kann mir das Wort Innenwand gleich in den Speicher nehmen. Command C. Hol mir hierfür wieder ein Klonobjekt. Das kann ich Innenwand benennen und lege jetzt die Innenwand da hinein. Da der Nullpunkt des Polygonobjektes und der Nullpunkt des Klonobjektes übereinstimmen, ist schon mal die Lage des Objektes richtig. Lediglich die Anzahl der Klone und die Verschiebeachse müssen wir anpassen. Das wird 0, das wird 5. Die Anzahl in dem Fall stimmt auch. Und wir können diesen Kloner mit der Innenwand in ein Nullobjekt stecken. So, da hinein. Warum? Das Nullobjekt werde ich jetzt in diesen Kloner hineingeben
und die Decke Wand dort mit dazulegen. Das heißt, das hier ist letztendlich nur eine Verpackung. Ich nenne das immer Container. Jetzt sollten wir mal einzoomen, hier nochmal genau schauen, ob das wirklich alles stimmt. Und was wir sehen, ist, dass der Nullpunkt, der ja auf minus 0,15 lag von dem Innenwandobjekt beziehungsweise dem Deckenobjekt, dass dieser Nullpunkt jetzt dazu führt, dass der auf Null liegende Kloner diese Innenwand 15 cm nach oben versetzt. Auch hier müssen wir gegensteuern. Ich wähle wieder die Innenwand an, gehe in das Achsenverschiebewerkzeug, sage das bitte 0 und jetzt stimmen der Nullpunkt der Wand Elemente und der Nullpunkt des Kloners überein und damit passt das als Ganzes. Gut, jetzt haben wir also unser finales Wanddeckesystem fertig, können davon Objekte in Summe erzeugen, wie wir wollten. Jetzt werden wir uns die Grundelemente für die Fassade erzeugen. Und das ist zunächst mal eine Ebene mit der Unterteilung Segmente Breite 1, Segmente Tiefe 1. Die Breite 1 und Tiefe auch 1 in Z-Richtung. Das soll unser Fassadenbasiselement werden. Jetzt klonen wir dieses Objekt. Und zwar nicht mit dem Linear-Kloner, sondern mit dem Gitter-Kloner. Das bedeutet, dass wenn wir die Ebene dort hineinlegen, wir so ein Feld von Klonern bekommen, ja, von Klonen bekommen. Ich schalte mal den Darstellung mit Kanten an, dann sieht man das ganz gut. Und in der Version 18 haben wir ja hier die Möglichkeit, von Endpunkt auf Schritt zu wechseln und können damit sagen, dass wir 20 Elemente im Schritt 1 Meter in der Breite haben wollen. Und wir wollen 3, 6, 9, 12 in der Höhe. In der Tiefe wollen wir aber nur ein Element. Das Ergebnis ist also ein Feld von Klonen im 1 auf 1 Meter Raster, das wir jetzt noch um 6 Meter nach oben schieben können. Hier unten Koordinate 6 Meter tragen wir ein. Dann sollte das passen. Wir haben jetzt also die Basiselemente für diese Fassade erzeugt. Jetzt blende ich mal den Kloner mit der Wanddecke aus, benenne den vorher aber noch. Mach den aus und unsichtbar. Für die weitere Betrachtung können wir jetzt mal folgenden Test machen. Wir können hier einen Zufallseffektor mal drauflegen. Dafür aktiviere ich den Kloner, dem der Effektor zugewiesen werden soll. Gehe auf MoGraph, Effektoren, Zufall. Sehe jetzt die Standardauswirkung, nämlich die Positionsänderung. Die klicke ich aus, dafür die Winkeländerung an. Und hier können wir jetzt mal mit dezenten Werten probieren, ob das unserer Zielvorstellung nahe kommt. Im Prinzip ja.
Im Detail würde ich sagen, schwierig. Denn durch die Drehung der einzelnen Elemente entstehen hier diese Spalten, die mit Sicherheit nicht komplett durch die Rahmenprofilstärke abgedeckt werden können. Und wir müssten uns ein eigenständiges System überlegen, wie wir diese Rahmenstärke erzeugen können. Das heißt, mit einem Zufallseffektor oder mit einem Shader-Effektor die Elemente zu drehen, wird uns nicht die gewünschte effiziente Lösung bringen. Einen zweiten Aspekt möchte ich jetzt hieran erläutern. Und zwar sehen wir jetzt hier, dass der Kloner ja ein und dasselbe Objekt in einem 1-Meter-Raster geklont hat. Wenn wir die Fassade, die nachzubauen ist, analysieren, haben wir aber ganz, ganz viele unterschiedliche Elemente. Das heißt, es sind große, längliche, kleine Fenster zu finden, die dort in einem Art Tetris-Prinzip ineinander geschachtelt sind. Das kann man mit einem Kloner in der Art auch in der Art Klonen auf ein Polygonobjekt nicht sinnvoll erzeugen, denn wir müssten für jeden Typ Fenster ein eigenes Grundmodul bauen, um es dann letztendlich auf ein Polygon anzuheften. Das macht eine Menge Arbeit und nutzt überhaupt nicht die wirklichen Potenziale des Klonobjektes. Wir haben also uns was anderes zu überlegen und das möchte ich Ihnen jetzt mal aufzeigen, was ich da vorhab. Dafür lösche ich zunächst den Zufallseffektor, nehme den Kloner, rechte Maustaste, aktiven Zustand in Objekt wandeln. Dieses Objekt lege ich ganz nach oben. Den Kloner schalte ich aus und unsichtbar. Und was ich erhalten habe, sind 240 Polygonobjekte. Diese wiederum haben jetzt die Besonderheit, dass ihr Nullpunkt immer in der Mitte liegt. Ja, egal welches Objekt ich aktiviere, der Nullpunkt ist immer in der Mitte. Das ist ein wichtiger Analysezwischenschritt, denn diesen Zustand müssen wir im weiteren Verlauf noch abändern. Was wir jetzt schon mal tun können, ist, wir weisen mal eine Textur zu. Die hilft uns, das Ganze auf dem Bildschirm bei aktivierten Polygonobjekten das auch mal besser zu sehen. So. Und was wir jetzt als erstes mal ausprobieren, ist den Displace Deformer damit in Verbindung zu bringen. Und wir wissen ja, dass der Displace Deformer, wenn er in die Szene kommt, seine Wirkung noch nicht entfaltet. Das habe ich schon mehrfach erläutert. Sondern wir brauchen dafür am besten ein Nullobjekt, legen das zu deformierende Objekt. In dem Fall ist es ein Ordner mit den Polygonobjekten und dem Displacer dort hinein. Und jetzt wird dieser Displacer funktionieren. Ich gebe mal hier die Werte ein, 1 Meter, gebe ein, das können wir lassen, hier Ebene. Ich suche also hier konkret die Ebene und das ist bei mir die Z-Achse. Sagen wir hier plus Z. Dann müssen wir natürlich noch Shading-Informationen dazugeben und hier verwenden wir auch wieder den Noise. Das, was wir jetzt sehen, ist, dass der Displace Deformer funktioniert,
aber noch konfiguriert werden muss. Dazu klicke ich hier drauf, bin jetzt also in den Feineinstellungen für diesen Noise Shader und die Stellschraube, an der wir jetzt drehen werden, ist der Projektionsraum. Das ist nämlich die Frage, wie diese Schwarz-Weiß-Information auf die Objekte gemappt werden im Hintergrund und damit dann umgerechnet werden in die Deformation, die der Display-Shader zugewiesen bekommen hat. In dem Fall also der 1 Meter in Z-Achse. So, hier kann man jetzt einfach durchprobieren, was sich da verändert. Man kann aber auch gleich zur Welt springen und erhält damit diesen Art Knittereffekt auf der Oberfläche, der genau das macht, was wir wollen, nämlich dass die Eckpunkte der jeweiligen Polygone auf der Z-Achse verzerrt werden. Das können wir uns also auch mal von vorne anschauen. Da sehen wir, das Raster sieht von vorne absolut passend aus, also alles ist im 1-Meter-Raster und von der Seite und von oben sehen wir, dass lediglich die Z-Achse transformiert wurde. Für die Weiterbearbeitung müssen wir jetzt erstmal drüber nachdenken, was wir überhaupt wollen. Hier wäre zu sagen, dass diese Elemente, die ich hier in einem 1-Meter-Raster angelegt habe, zu größeren Elementen zusammengefügt werden müssen. Das heißt, ich kann hier ein Zweier auswählen, da mal ein Vierer und schmelze die zu einem Objekt zusammen. Das wäre handelbar. Das können wir noch uns anschauen, wie das geht. Der Displaced-Deformer wird deswegen trotzdem funktionieren. In der Weiterbearbeitung, ich möchte mal den Blick etwas nach vorne werfen, haben wir dann aber noch den Versatz, den diese Objekte haben sollen. Und wenn ich darüber nachdenke, wie wir das mit den Standardstrategien hinbekommen, fällt mir beim besten Willen keine sinnvolle Lösung ein. Es gibt zwar eine Lösung, die kann ich einmal anwenden, vielleicht auch ein zweites Mal, aber sie ist nicht parametrisch. Es wäre möglich, ich zeige das mal kurz auf, es wäre möglich, diese Objekte über das Bearbeiten, Objekte anordnen, Zufall, um einen bestimmten Wert in Z-Richtung, ich gebe mal hier ein, Komma 3, zu versetzen. Damit wäre ich fertig, aber ich kann das eben nicht steuern. Wenn mir jetzt hier bestimmte Ecken nicht gefallen, könnte ich hier sagen, neu transformieren, dann wird es aber immer aufaddiert. Ja, die Zufallswerte kommen jetzt immer dazu. Ich könnte höchstens hier gegensteuern und sagen minus Komma 3, aber auch das wird höchstwahrscheinlich nicht das gewünschte Ergebnis mit sich bringen. Es gibt eine Lösung für dieses Problem. Ich mache zunächst mal hier diesen Schritt rückgängig, aber diese möchte ich Ihnen erst dann vorstellen, wenn wir die Polygone zusammengefasst haben, denn dann wird es wirklich plausibel, wie diese Lösungsstrategie funktioniert. Machen wir also im nächsten Schritt Folgendes. Wir schauen uns die Fassade des Projektes mal ganz genau an und überlegen, wie wir hier diese Fassade übersetzen in diese vereinfachte Darstellung. Das heißt, wir sollten vielleicht einige dieser Motive, wie dort sich solche Fensterelemente zusammensetzen, uns mal genauer anschauen und die annähernd hier übernehmen. Wir sind ja durch das 1x1 Meter Raster, das ich jetzt aus Effizienzgründen gewählt habe,
sowieso nicht in der Lage, diese Fassade 1 zu 1 zu übertragen, aber gewisse Prinzipien, wie diese Objekte auf einer Geschosshöhe verteilt sind, könnten wir schon übernehmen. Und ich möchte mal anfangen, indem ich die aktivierten Polygone zunächst lösche und dann dieses Polygon aktiviere und im Kantenmodus die obere Kante selektiere. Denn diese werde ich jetzt auf den Koordinatenwert schieben. Das heißt, ich kann mir hier unten als Koordinatensystem das Weltraster anzeigen lassen und hier sagen, das sind die 12 Meter. Ich erhalte also im Ergebnis jetzt ein Dreierelement und für das Element daneben, dieses hier, möchte ich das genauso handhaben. Ich muss jetzt also ständig umschalten und sagen, das Kante, die soll sein minus 10 und habe jetzt ein querliegendes Fenster. Hier möchte ich jetzt mal ein Viererfenster erzeugen. Auch hier muss ich zunächst das zu verändernde Polygon aktivieren. Kantenmodus minus 6. Ich addiere also hier im Kopf immer die Werte neu zusammen. 10. Und so arbeite ich mich jetzt durch diese Elemente durch und lege damit die neue Fassade fest. So, ich stopp mal an der Stelle und schaue mir erstmal an, ob der Displacer jetzt in diesem Zusammenhang noch seine Arbeit macht, wie er soll. Und hier sehen wir alles fein. Die Fassade ist natürlich jetzt übertrieben, aber sie tut genau das, was sie soll. Die großen Elemente werden jetzt genauso transformiert. Als nächstes haben wir jetzt etwas Fleißarbeit vor uns, denn wir müssen dieses Prinzip, was wir hier auf diese kleine Ecke angewendet haben, auf den Rest der Fassade anwenden. Ich werde mir hier ein Viertel der Fassade vornehmen, Sie bitte das Ganze. Einen Hinweis möchte ich noch geben, denn ich glaube, mir sind hier auch schon die ersten Fehler unterlaufen. Diese Struktur der Fassade basiert natürlich auf einem Raumsystem dahinter, das wir ja schon angelegt haben, nicht zuletzt aus genau diesem Grund. Denn wir haben ja hier Klon, Wand, Decke. Und damit wir das besser sehen, schalten wir uns mal diese Textur transparent. Ich gehe also in die Texturbearbeitung, sage Transparenz, reicht mir, das kann ich gut so erkennen. So, und da sehen wir, dass wir dieses große Vierermodul hier genau auf der Mittelwand platziert haben. Und das bedeutet, dieses Vierermodul verschieben wir um einen Meter. Ich sage hier also x plus 1, falsche Achse, minus 1. So, und jetzt hoffe ich, dass ich die hier aktiviert bekomme. Jawohl, nur bedingt mache ich den und
So, gedrückte Control-Taste kann ich das wieder aus der Aktivierung rausnehmen. So, die beiden verschieben um plus 2. Jawohl. Okay, also noch rechtzeitig gegengesteuert. Jetzt kann man, glaube ich, getrost weitermachen und die Elemente so zusammenfügen, dass eine spannungsreiche und abwechslungsreiche Fassade entsteht. Ich habe das für meinen kleinen Teil hier mal fertig absolviert und möchte mit Ihnen jetzt gemeinsam weiterarbeiten. Dazu eröffne ich Ihnen zwei Möglichkeiten. Die eine haben wir vorhin gesehen, das ist die Anwendung der Funktion Objekte anordnen, Zufall. Da gehen Sie bitte nochmal ins Tutorial an die entsprechende Stelle und schauen sich das an. Für alle diejenigen, die sich ein bisschen mehr für die Funktionsweise von Cinema und das smarte Arbeiten mit Klonern interessieren, werde ich jetzt einen Lösungsweg aufzeigen, der mir schon auch bei anderen Projekten viel weitergeholfen hat. Der ist ein bisschen tricky, aber letztendlich eröffnet er nochmal in Sachen Arbeiten mit Klonern nochmal ganz neue und fantastische Möglichkeiten. Der Hintergrund ist der. Wir wissen ja, dass in einem Kloner, und den erzeuge ich mir jetzt mal, MoGraph Klonobjekt, in einem Kloner Objekte zum Klonen liegen könnten. Wir haben bei Projekten, wo wir mit mehreren Modulen gearbeitet haben, da zum Beispiel drei oder vier Module in diesen Kloner reingetan. Was ich jetzt mache, ist, ich werde mal diese ganzen Polygonobjekte als Duplikat, ich drücke also hier die Control-Taste dabei, die lege ich mir jetzt mal hier in den Kloner rein. Das Objekt schalte ich aus. Das dient uns quasi als Sicherung. Und jetzt sehen wir, was der Kloner macht. Der zieht alle Nullpunkte zusammen. Demzufolge rutscht uns mache mal hier Zufall und sage, das waren 214, wenn ich mich nicht täusche, 214 Objekte. Und den Abstand mache ich mal, muss ich ja 3,3 mal hier eingeben. So, was kommt da raus? Was passiert da? Hier würden jetzt also die Objekte, wie sie in dem Kloner liegen, im Zufallsmodus übereinander geklont werden. Der Punkt, auf den ich hin möchte in meiner Erklärung, ist, er klont ja momentan keine neuen Objekte, sondern er nimmt quasi die vorhandenen Objekte, die er hier drin findet, und stellt die erstmal dar. Ich prüfe nochmal, das waren wirklich 214 Elemente. Und wenn ich dem Kloner jetzt tatsächlich sage, du hast 214 Elemente, dann sind das exakt die Polygonobjekte, die hier drin zu finden sind. Das heißt, es gibt überhaupt keine Klone davon, sondern der Kloner stellt die Objekte dar. Der einzige Knackpunkt daran ist, dass alle Objekte ihren Nullpunkt ja jeweils in der Objektmitte haben. Und der Kloner jetzt diese Nullpunkte in seinem Nullpunkt vereint. Er zieht also quasi die Objekte, saugt die ein, wie ich jetzt hier schon mehrfach in diesen Tutorials gesagt habe. Er saugt sie auf seinen eigenen Nullpunkt. Das heißt, wenn ich hier 0 eintrage, dann sind alle 214
14 Objekte hier in diesem Punkt zu finden. Und das müssen wir ändern. Jetzt können wir bei 214 Objekten das nicht händisch tun. Ja, wir können jetzt nicht hergehen und sagen, dieses Polygon, ich aktiviere mal eins, dieses Polygon hat nicht die Koordinaten minus 5, 5 und 11,5, sondern die Koordinaten der Achse 0 und 0 ausführen. Nochmal 0, 0. So, jetzt hat es geklappt. Diesen Arbeitsschritt, den ich jetzt einmal gemacht habe, den möchte ich natürlich nicht über 200 Mal machen, sondern das muss ja irgendwie vom Programm möglich sein oder muss mit dem Programm ja irgendwie möglich sein, einen solchen Vorgang zu automatisieren, auf irgendwas zurückzugreifen, was man benutzen kann, damit das für alle Objekte, die ich hier finde, anwendbar ist. Und dafür gibt es tatsächlich keine Standardfunktion. Das bedeutet, dass wir recherchiert haben und das über ein Skript realisieren wollen. Skripte lassen sich in Cinema mit entsprechenden Programmierkenntnissen in einer eigenen Sprache, das war früher Coffee, so hieß diese Skriptsprache, jetzt ist das Python, das ist eine moderne Skriptsprache, die weit verbreitet ist, lassen sich damit realisieren. Und wir können hier diesen Skriptmanager aufrufen. In diesem Skriptmanager kann ich wählen, ob es ein Python oder ein Coffee-Skript sein soll. Sie sehen hier, ich habe mir also hier schon auch eine ganze Reihe von Skripten im Netz geladen. Dort gibt es entsprechende Webseiten, wo man solche Skripte findet. Wenn man entsprechend nach Lösungen sucht, stößt man darauf und dort haben wir ein Skript gefunden, das ist schon etwas älter, das heißt, das ist noch in der Skriptsprache Coffee geschrieben. Das sieht so aus. Es heißt Objektachse auf Nullpunkt setzen und wir kopieren uns Command A, Command C den gesamten Inhalt in dieses Feld hier unten rein. Dafür müssen wir ein neues Skript eröffnen. Ich aktiviere diese Zeilen, sage Command V. Das gesamte Skript ist jetzt hier eingelesen. Ich benenne das noch. Objektachse auf 0 Punkt setzen. Korrekt, da müsste ich sogar noch schreiben, auf Dokumenten 0 Punkt setzen. Bevor ich jetzt dieses Skript ausführe, ist ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, zu überprüfen, welche Werkzeugkonstellation angeschaltet ist. Es ist nämlich einzustellen Verschiebezeiger, Modellmodus, und auf keinen Fall dürfen die Achsen aktiv sein. Das muss aus sein. Ja? Also diese Konstellation muss eingeschaltet sein. Dann drücke ich auf Ausführen. Und wir haben gesehen, dass jetzt alle Nullpunkte, aller Elemente im Dokumenten Nullpunkt zu finden sind. Also die Objektachsen aller 214 Polygone sind jetzt mit einem Klick in den Nullpunkt des Dokuments gewandert. Wir können den Skriptmanager zumachen und jetzt den Kloner wieder anmachen
erstmal nicht erschrecken lassen, sondern wieder analysieren, was hat der Kloner eingestellt bekommen von uns. Wir haben hier einen Zufallswert, der wird wahrscheinlich einige Objekte hier ausblenden und das stellen wir um auf Wiederholen. Was wir dann sehen, ist, dass wir hier alle Objekte jetzt zum Beispiel mit dem Kloner der Reihe nach einblenden können. So. Jetzt kann ich auch die viermal noch klicken und damit jetzt die Funktion des Kloners, dass man hier sagen kann, MoGraph Shader Effector, der soll dem Kloner auch zugewiesen werden. Ich gehe also Kloner, Effektoren, der kommt da rein. Den nenne ich mal Versatz Z und konfiguriere mir den jetzt auch so hin, dass ich sage, der Versatz Z wird minus, das heißt also in diese Achse, Komma, machen wir mal 20 Zentimeter. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie muss ich diese Shading-Informationen einstellen, damit das auch auf diesen Kloner angewendet wird. Wir erzeugen uns zunächst mal wieder ein Standard-Noise, klicken hier drauf, so dass wir die Detaileinstellungen angezeigt bekommen. Hier wird der Texturraum, auf den das projiziert oder was als Projektion herangezogen wird, verwenden wir diesmal UV-2D und reduzieren die Größe der Textur auf 5%. Damit haben wir jetzt parametrisch den Versatz aller Polygonobjekte realisiert. Ja, wir können jetzt also im Shader-Effektor sagen, dass wir diesen Wert größer haben wollen oder dass wir nochmal neu mischen wollen. Dazu müssten wir hier aufs Shading gehen, sagen, anderer Zufallswert, dann werden die Elemente neu gemischt und das Ganze natürlich in Kombination mit unserem Displacer, den wir jetzt wieder in Aktion bringen wollen. Dazu lösche ich mal diese Klonobjekte, die wir uns noch gesichert hatten, schiebe dafür diesen Kloner da rein, mache alles sichtbar und schalte den Displacer auch an. Der Wert ist natürlich viel zu heftig. Das war ja schon klar. Wir haben hier die Möglichkeit zu sagen, wir reduzieren einfach die Stärke und erhalten jetzt, wie ich finde, die Glasscheiben, die wir uns gewünscht haben. Der letzte Arbeitsschritt, der uns jetzt noch bevorsteht, ist das Anlegen der Fensterrahmen. Und dazu werden wir erstmal dieses Objekt als FE-Glas bezeichnen. Und auch der Shader-Versatz Z, ja, bezieht sich auf das Glas, aber das ist in Ordnung, wenn wir das so stehen lassen. Dann werden wir uns dieses Objekt, dieses Nullobjekt mit dem Inhalt, Displacer und Kloner, werden wir uns kopieren, wieder einfügen und nennen das schon mal ganz optimistisch Rahmen. Okay, dann blende ich Klon und Displacer mal aus. Und widme mich jetzt diesem Thema der Rahmen. Auch hier können wir den Kloner und den Displacer einfach mal ausmachen. Jetzt betrachten wir mal ein einzelnes Polygonobjekt.
Was können wir mit dem tun, um daraus einen Rahmen zu generieren? Die Idee ist, dass wir die Kanten extrudieren und mit einer Materialstärke versehen. Und wenn wir das mit allen Objekten machen, dann sieht das Ganze so aus. Wir aktivieren also zuerst alle Polygonobjekte, die jetzt für den Rahmen herangezogen werden sollen, gehen auf den Kantenmodus, sagen Command A, damit sind alle Kanten aktiv, wählen dann mit rechter Maustaste Extrudieren, geben einen Wert ein, machen wir mal Offset,3. Und der Kantenwinkel soll sein 90 Grad. Das heißt, jetzt sind die alle in die Tiefe extrudiert worden. Und jetzt gehen wir in die Ansicht von oben, wechseln in den Polygonmodus, wechseln in das Rechteckselektionswerkzeug, ziehen uns hier einen Rahmen auf und löschen diese Polygone weg. Was jetzt übrig bleibt, sind die in die Tiefe extrudierten Kanten. Die Materialstärke für den Rahmen erzeugen wir uns wieder über Kleidungsoberfläche. Das ist das Tool, das habe ich jetzt auch schon mehrfach erklärt. Das hat zwar einen komischen Namen, aber ermöglicht uns parametrisch auf Polygonobjekte und andere Objekte eine Materialstärke drauf zu addieren. Und die gebe ich jetzt mal hier an mit Komma, sagen wir mal 0,6. Und die Unterteilung setzen wir auf 0. Ja, wir wollen ja nicht, dass die Geometrie nochmal unterteilt wird. Dann legen wir diesen kompletten Ordner, legen wir da rein und sehen jetzt, dass die Materialstärke hier schon dazugekommen ist. Ich schalte mal den Kloner an, da müsste der Versatz ja jetzt schon mitberechnet werden. Jawohl. Und der Displacer, der macht jetzt komische Sachen. Das sollte ich noch mal überprüfen. Der Fehler ist recht schnell gefunden. Ich habe den Displacer aktiviert und habe mir mal angeschaut, welche Einstellungen dort zu finden sind. Und hier sehen wir, dass die Richtung jetzt sich auf die Vertex-Normale bezieht. Das heißt, die gekippten Polygone, und das führt natürlich genau zu diesem nicht akzeptablen Bild der Fassade. Wir stellen also hier um auf Ebene, legen fest, das ist die Z-Ebene und haben jetzt genau das, was wir wollen, nämlich Rahmen, die gekippt sind, die herausgestellt sind, die solche Versatzstücke haben und damit ein höchst individuelles Fassadenbild abgeben. Jetzt blende ich mal noch das Glas wieder ein. Müssen wir natürlich auch Displacer und Kloner anmachen. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch dieses Objekt ein Stückchen nach vorne zu versetzen und den Startwert für den Displacer nochmal zu ändern. Das können wir jetzt schon mal tun. Dann sieht man die Wirkung besser. Ja. Also in dem Moment, wo ich hier an diesem Startwert spiele, ändern sich natürlich die Verzerrungen der Punkte und wir kriegen dann, wie man das hier mal ganz gut sieht, auch ein gegenläufiges Prinzip von Glas und Rahmen, das der Architekt so
vorgesehen hatte. Das heißt, mit dem Aufbau sind wir im Grundsatz fertig. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Feinanpassung machen. Ich probiere mal diese Fassade jetzt ein Stückchen noch nach vorne zu versetzen. Probiere jetzt einfach mal aus, die Z-Achse um minus Komma 15 zu versetzen. Aber natürlich nicht, wenn Polygon-Modus angeschaltet ist, sondern wenn Objektmodus angeschaltet ist. Minus Komma 15. Jawohl. Man könnte jetzt noch Feinjustierungen hinsichtlich des Versatzes oder der Stärke des Displacement vornehmen. Und dadurch, dass alles ja parametrisch ist, können wir das hier, ich verwende mal hier Komma 7 nur. So lasse ich es jetzt mal. Ich denke, diese Strategie, die wir hier gewählt haben, das über das Skript zu realisieren, war im Endeffekt nicht so kompliziert. Es ist vielleicht fürs Erste nicht ganz leicht nachzuvollziehen, auf was man da hinarbeitet. Aber jetzt, wo die Objekte in Anwendung sind, sieht man, dass sich das Verfahren absolut gelohnt hat. Denn wir können jetzt nachträglich, ohne Sorge zu haben, dass wir den Ausgangszustand ja nicht wieder herstellen können oder nur wieder mit viel Mühe herstellen können, dass alle Objekte wieder in einer Ebene sind, können wir jetzt hier durch einfaches Aus- und Anschalten und Modifizieren der Shader und Displacer natürlich diese Fassade nach unseren Wünschen noch zu Ende konfigurieren. Der letzte Arbeitsschritt, den wir hier vor uns haben, ist, den erstellten Inhalt noch ein bisschen ordentlicher zu beschriften und in die Rendervorlagedatei, die ich auf dem Server ausgetauscht habe gegen eine neuere Version, das dort hinein zu kopieren. Ich wechsle in die Datei, Außensetting Demo neu, füge das hier ein und schalte mal, um etwas Performance zu sparen, den erweiterten OpenGL-Modus aus. Blende mir das Raummodul aus. Sie merken also, wenn jetzt hier alles an ist, dann ist das Programm in der Weise jetzt schon am Limit. Das hängt damit zusammen, dass natürlich diese Objekte parametrisch die ganze Zeit vorgehalten werden. Wenn man natürlich größere Objekte damit umsetzen will, könnte man Folgendes tun. Man nimmt zum Beispiel den Rahmen. Das müssen Sie jetzt nicht mitmachen. Ich zeige das nur mal, um den Performance-Zuwachs, der dadurch entsteht, aufzuzeigen. Sagen aktiven Zustand in Objekt wandeln. Das heißt, das sind jetzt meine Rahmen polygonalisiert. Die anderen schalte ich alles, was parametrisch ist, aus. So, mach das unsichtbar. Fensterglas mache ich genauso. Aktiven Zustand in Objekt wandeln. Das neue Objekt mit den jetzt durchpolygonalisierten Fensterscheiben liegt immer zu unterst. Das heißt, hier füge ich jetzt auch wieder dieses polygonalisiert als Begriff ein. Ich lege mir das immer dann nach, eine Schicht nach oben, ja, damit sich der Dokumentaufbau von unten nach oben in der Logik ergibt und hebe mir natürlich, wie Sie hier sehen, die Originale immer auf. Das heißt, ich schalte hier alles aus. So. Das sind meine Sicherungen. Das ist ja jetzt tot. Da kann ich jetzt nichts mehr verändern. Das müsste ich also dann hier raus wieder erzeugen. Und jetzt sehen Sie, dass meine Grafikkarte
wieder Spaß hat, die Objekte zu bewegen, weil sie eben jetzt nur noch als Polygonobjekte vorhanden sind und nicht mehr als parametrische Objekte. Materialisieren wir unsere Fassade. Ich weise also dem Glas auch das Material Glas zu. Okay, dasselbe mache ich mit dem Rahmen. Hier kriegt Rahmen polygonalisiert. Diese Rahmenfarbe, die kann ich natürlich noch anpassen, beziehungsweise ich mache die mal weiß. Hier werde ich jetzt einfach das zur Anwendung bringen, so. Und jetzt suche ich mir eine gescheite Perspektive, von mir aus auch mit dieser Ecke. Muss jetzt hier oben drauf noch einen Deckel packen, denn das Klonobjekt kann ich ja jetzt hier nicht anwenden. Und das will ich mal tun. Da nehme ich am besten aus dem Klonobjekt Wanddecke. So, kopieren, wieder einfügen. Es liegt also jetzt ganz oben im Dokument. Decke, Abschluss. Das klingt irgendwie besser. Okay, die lege ich mir schon mal hier hin. Werde die jetzt auf plus 12 Meter setzen und mir, das ist die Perspektive, die ich behalten möchte, da gehe ich mal raus und lösche mir jetzt hier, ups, diese Polygone weg, habe damit also diesen Deckenabschluss zu oberst liegen. Jetzt weisen wir dem auch Material zu. Das kriegt alles mal hier ein Beton. Diesen Beton stelle ich vom UVW-Mapping ins Quader-Mapping um und den gedrückte Control-Taste weise ich auch mal dem kompletten Raum zu. Und jetzt schauen wir uns das mal gerendert an. Eingestellt ist physikalischer Himmel. Den ändere ich ab in diesen HDRI-Himmel. Das ist also ein 360-Grad-Bild, das hier so eine Hochhaus-Skyline enthält und das natürlich hier interessante Spiegelungen hervorrufen wird. Während das jetzt hier noch rendert, sehen wir aber schon einen kleinen Änderungsbedarf. Die Fassade im gebauten Zustand ist nicht ganz so transparent, sie spiegelt das Glas mehr und das wollen wir hier noch ergänzen. Ich rufe also das Material Glas auf, gehe in den Kanal Transparenz und reduziere die Mischstärke ein ganzes Stück. Das heißt, ich nehme hier diesen Fresnel-Wert, den reduziere ich. Der bewirkt ja, dass bei senkrecht auftreffendem Blick auf eine Glasfläche man fast nichts von dem Glas wahrnimmt. Ja, ich gucke quasi hier durch. Das Glas würde nur am Rand wirken. Und je mehr ich davon rausmische, durch diese Mischstärke wird dieser Wert hier oben, der hier eingestellt ist, mehr und mehr berücksichtigt. Und das mache ich mal etwas dunkler hier. Und man sieht jetzt schon, dass die Spiegelung mehr zur Geltung kommt. Und zwar im gesamten Glas. Und nach knapp 2 Minuten ist das Bild hier fertig gerechnet. Und ich denke, das hat sich gelohnt. Wir sehen jetzt diese wunderbaren Facetteneffekte in dem Glas. Das heißt, die Reflexion der Umgebung wird gebrochen, wird dupliziert. Ja, Elemente, die wir hier sehen, sehen wir auch da.
Das ist ein unwahrscheinlich spannender Fassadeneffekt, wie ich denke, und auch dieser Versatz der Rahmen, dass die so individualisiert sind, das unterstreicht diese sehr, sehr beeindruckende Wirkung der Fassade. Und ich denke, dass wir das jetzt in knapp einer Stunde umgesetzt haben, zeigt doch, dass man mit Cinema eine ganze Reihe von solchen Fassaden, Typologien erzeugen kann. Die Probier- und Testphase ist da natürlich nicht mit eingerechnet, die war natürlich wesentlich länger, aber dafür ist es auch ein sehr professionelles Ergebnis geworden. Ich bin fertig und bin gespannt, was ich von Ihnen darauf für ein Feedback kriege, ob Sie damit zurechtgekommen sind oder noch Fragen in der Erklärkette übrig geblieben sind.